Guten Tag, Leute. Hier ist der Gusor. Heute mal eine Runde Clash Royale CR Non-COC. Und dann läuft das hoffentlich. Ich habe eine Riesentruhe, die ich aber nicht öffnen werde, weil ich da nicht genug. Also klar habe ich genug Gems. Na, was heißt klar? So klar ist das gar nicht. Aber. Oh, das wäre super sweet. Oh, das wäre ja mal richtig Turbo. Oh yeah! Kommt, 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 kommt zu Papa. Richtig geil. Ah, scheiße, ja. Vielen Dank. Und dann kann man die ja, glaube ich, irgendwie nicht wegschicken. Ah, diese Scheiße. Das. Ja, so kann man es auch mal machen. Ja, dann seht ihr jetzt mal meinen Bildschirmhintergrund. Ja. Das Foto ist von mir selber gemacht worden. Ich kann euch das nochmal zeigen. Es sieht jetzt nur einen Ausschnitt davon, aber es ging darum, halt. Ja, das war auf dem Dach in Hamburg. Obwohl, die mich bei Facebook da so ein bisschen geliked haben, die haben das ja auch gesehen. Weil da habe ich das Foto ja mal gepostet. Ja, das ist mein Bildschirmhintergrund. Weil mittlerweile muss ich wirklich sagen, halte ich da gar nicht so viel von. Wenn ich mir jetzt irgendeinen Bildschirmhintergrund hole und wenn man das alleine machen kann, dann ist das natürlich auch ziemlich geil. So, jetzt genug gequasselt, weil wir können ja die Luckys upgraden. Egal, 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 what it costs, I will it. I want it. Aber das ist natürlich richtig geiler Scheiß. Das ist wirklich Wolke 7. Im wahrsten Sinne des Wortes, das hat ja mit einer Wolke zu tun, weil die Wolke fliegt und ihr wisst selber, was losgeht. Das ist echt super sweet, die Luckys hier auf 9 zu sehen. Und ja, ihr seht es ja selber, ich bin wieder am Bluesticks spielen. Und ich hoffe einfach, dass es vielleicht doch irgendwie einfach nur ein schlechter Tag war, an dem ich da halt gespielt habe. Und dass ich das eventuell doch mit BlueStacks ganz normal hinkriege. Ja, okay, das ist jetzt nicht weiter wild. Der wird mich garantiert wegfeilen, aber egal, ich probiere es einfach mal. Er hat mich zumal nicht weggefeilt, wa? Hahaha. Er hat nur einen Feuerball genutzt. So, ja, dann gucken wir mal. Das war ein bisschen Zeitschinden, das ist ganz klar. Dass das soweit dann passt. So, jetzt will er da angreifen. Dann hole ich mal einen Riese hier rein. Das ist alles Pillepalle hier. So, hier. Jetzt probiere ich, die Skelette mittlerweile weiter vorne zu setzen. Nicht so dicht am Turm selber. Dass ich da halt einfach mehr Chancen habe, dass wenn der irgendwie was wegblitzt oder sowas, dass da nicht gleich alles komplett im Hintern ist. So. Das Koboldfass würde ich gerne noch lassen. Magier quetschen wir mal hier. Oh, da hat die Musketierin echt noch die kleinen Troops da. Oh, sehr geil. Das passt mir natürlich sehr gut. Na, soll ich die drei Dinger? Ich warte mal, vielleicht setzt er sogar noch andere Sachen. Wäre natürlich ziemlich nice. Da hat er einen Hock gesetzt. Und hier haben wir die Feuergeister, die ich echt extremst gut finde. Wirklich, die sind schon ziemlich nice. Ja, wir sehen aber natürlich wieder, dass ich hier am Ablosen bin. Ich probiere mal ein bisschen weniger zu quatschen. Das war da eventuell. Dass es vielleicht wirklich einfach nur am Quatschen liegt. Ja, er hat mit dem Bombenturm natürlich auch richtig gute Karten. Also gegen mich. Ich setze die nicht beide direkt nebeneinander, falls er halt wieder so einen Special-Angriff fährt. Ja, jetzt natürlich schnell die Dinger weg hier. So. Sehr gut. Das hat schon mal. Ja, das ist doch schon mal ein guter Push. Das ist doch schon mal ein guter Push hier. Ne, den lassen wir noch. Den hier. Nebenbei noch hier. Die Musketieren und. Ah, nee, ich warte noch. Ich warte noch, dass wirklich. Na klar. Es hat aber noch gut geklappt. Halbwegs verteidigt.
Jetzt ist er beschäftigt. Ich hau jetzt einfach mal das Co. Oh ja. Aber klar, er ist natürlich immer noch so komplett in Reichweite. Ja, genau, genau. Jetzt macht er den Zug, den er machen wollte. Aber ich habe zwei Riesen bei ihm drüben. Ich hau jetzt einfach nochmal die Feuergeister raus. Ja, super sweet auf jeden Fall. Ja, das ist nice. Und es ist auch wieder so ein Game-Turning-Point, wo ich sage, einfach durchhalten. Nicht sagen, naja, scheiße, ich habe verloren. Sondern so geht's halt auch. Was ich wirklich komisch finde, wo ich auch wirklich sagen muss, ich krieg ja immer wieder diese Ansage. Oh ja, du bist erst Arena 5, was bist du denn für ein Lappen mit Level 7 hier? Geht ja gar nicht und sowas. Komisch. Ich finde aber trotzdem in Arena 5 auch noch welche mit Level 8. Also so ganz, ganz, ganz schlecht kann es ja dann auch nicht sein. Wie gesagt, bitte nicht mit anderen vergleichen. Ich spiele das Spiel halt wirklich nicht so oft. Ist halt so. Und ich bin halt auch nicht so der Pro-Spieler. Grundsätzlich nicht. Also von daher, habt da wirklich bitte Nachsehen mit mir. Und wie gesagt, wer halt sagt, oh nee, der kann ja gar nicht spielen. Kein Thema. Keiner zwingt euch das Spiel zu gucken, beziehungsweise mein Video zu gucken. So, jetzt gucken wir mal hier. Magier. Und dann halt wieder gerne in Kombo mit dem Riese. Gucken wir mal, was er mit den Bogies macht. Ja, das ist noch Pillepalle hier. Ich probiere mal mit den Feuergeistern. Ja, das ist ganz, ganz oft, dass wirklich die Truppe, die halt sozusagen meinen Riesen noch unterstützen soll, die mir dann wirklich von den Barbaren halt kaputt gemacht wird. So ist das Leben. Ein paar Skelette an den Start bringen hier. Und das sollte ganz gut laufen. Genau, er hat nicht gefeilt. Ich hätte gedacht, er nimmt die Pfeile noch. Da hat er jetzt echt so ein bisschen die Arschkarte gehabt. Klar, ist natürlich zum Heulen jetzt, dass mir hier der Bomber gerade... Okay, gut, herzlichen Dank. Den hatte ich noch nie als Angreifer. Noch nie. Seht ihr an meinem Gesicht, ich war jetzt leicht geplättet. Vorteil natürlich wieder, zwei Truppen, die halt wieder im Angriff sind, die sozusagen die Death überlebt haben. Mal gucken, ob das so bleibt. Nö, würde ich mal nicht sagen. Okay, die sind jetzt aber schön geschwächt. Das ist einwandfrei. Alter, aber der dunkle Prinz da, der war schon eine kleine Prinzessin, Alter. Junge. Ja, genau. Ja, schade. Wirklich verkackt, klar. Der Prinz hätte da definitiv nicht an meinen Turm kommen dürfen. So ist das halt. Klar, jetzt kann man natürlich auch wieder diese Mitleid-Tour spielen und sagen, naja, er ist ja Level 8. Ist ja auch definitiv so. Klar, der ist natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen besser. Gucken wir mal, was die Feuergeister zu ihm sagen. Ob die sagen, yo, Leute. Ja, genau. Schade halt, wa? So, komm, hier schnell, hier. Alter Verwalter, der ruppt ordentlich los, würde ich sagen. Na, komm. Das heißt also, der hat... Wie gesagt, ich habe den selber noch gar nicht gesehen. Das heißt also, einmal hat er so eine Art Schutzhülle, ist das so? Okay, Moment. Sorry. Ja, ein Riese Deffen macht auch nicht so viel Sinn, aber egal, jetzt kommt der trotzdem raus. Und dass der so eine Art Schutzhülle hat irgendwie, die dann weggeht, dass der das Schutzschild oder sowas verliert. So kann ich es mir nur vorstellen, denke ich mal. Wie gesagt, ich habe da... Jo, Kampf vorbei. Ich wurde wenigstens nicht gethree-crowned. Nicht schlecht, naja. Der war auch nicht so verkehrt. So ein Idiot. Ja, das kann sein. Oh, ich hatte gerade mein Poki-Hai. Also, ja, Poki-Hai. Gucken wir mal, was hier noch geht. Aha. Ja, komm, Riese vorschicken. Ah, die Truppen sind natürlich echt jetzt dafür eher unpraktisch. Sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt.
Jetzt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe definitiv... Ja, okay, er nimmt keine Pfeile. Ich hätte nämlich gedacht, dass er hier definitiv die Pfeile nimmt. Aber... Oh, ich wollte wieder ranzoomen. Ich wollte wieder ranzoomen. Ja, der Riese kriegt da ordentlich aufs Maul. Bam, Junge. Bam. Ins Gesicht. Komm. Und da hauen die Kobolde echt rein. Also ganz ehrlich, die knastern da richtig gut weg. So, jetzt gucken wir mal, was war am besten. Ah ja, okay. Ob das jetzt die beste Wahl war. So viele Skelette rundherum um den Magier, die machen den auch schon ganz schön zu schaffen. Muss man natürlich... Ah, Mist. Ja, und die Musketieren macht auch nichts. Wenn... Ja, genau, wenigstens noch ein Hit. Sogar noch zwei Hits. Einwandfrei. Ah, wie doofe Kombo wieder. Ah, nee. Ah, Schisse. Schwein weg. Magier auch noch weg. Ja, gut, okay, passt. Dann den Riese. Ah, Riese auch zu früh gedroppt. Aber Vorteil jetzt auf jeden Fall das doppelte Elixier. Damit können wir natürlich ein bisschen was rausholen. Sind auch wieder zu dicht beieinander. Die muss ich weiter auseinander placen. Das ist da kein Ärger. Ah, schade, dass er da gerade den Bomber setzt. Bringt mir das was? Nee, die Pfeile lasse ich. Die Pfeile lasse ich. Ja, genau. Dann kommt jetzt der. Pfeile dürfte er jetzt gerade nicht haben, weil er die ja eh nicht verwendet hat. Ui, das war der Turm. Das war der Turm, Leute. Das war der Turm. Das heißt also, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt muss natürlich noch der andere Turm fallen. Sonst bin ich am Arsch. Okay, passt. Und jetzt dürfen, wie auch immer. Okay, er kommt von dort. Ah, Kacke natürlich. Auf jeden Fall. Ah ja, klar. Elixier weg. War ja klar. Ja, dann gehe ich definitiv auch in Anführungsstrichen auf den Zweikronen Versuch, um da eventuell noch die zweite Krone ranzukriegen und nicht gleich auf den Three Crown zu gehen. So, jetzt sollten die... Zack, ja, das geht. Das lief hier ganz sweet. Na komm. Oh, aber den hätte ich ihm auch gegönnt. Ganz ehrlich, den hat er eigentlich von der Sache her, hätte er den Hit noch bekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hole ich ihn noch auf, oder was? Cooles Ding. Also, immerhin defended. Was will man denn mehr? Das ist in Ordnung. Spenden wir noch ein paar Goblins. Und ach, kommt Leute, hier noch einen hier. Ja, andere machen Kisten auf. Ich probiere hier mich in Live-Angriffen. War das jetzt so clever, den jetzt schon zu setzen? Tut mir leid, der wird garantiert auch Pfeile nehmen. Und wenn nicht, dann hat er irgendwie was falsch verstanden. Schade ist natürlich, dass meine Musketierin da auch nicht viel Schaden machen wird. Ja, hier. Und dann mit dem Magier hier so ein bisschen... Dass ich halt möglichst wenig... Genau, jetzt habe ich halt den Magier noch komplett... Dass er halt noch sogar noch ein bisschen aktiv werden kann. Ist natürlich dann ziemlich cool. Alter, kommt mich mit so einem Truppen, die ich noch gar nicht gesehen habe, Leute. Jungs und Mädels. Ist doch nicht gen... Das tut doch weh.
Ich kenne die doch noch nie mal, den Lava-Hund, ey. Den habe ich dir noch nie gesehen hier. Das ist natürlich jetzt eine geile Sache hier. Mit der... Boah, ziemlich... Alter, habe ich den schnell weggeholt? Komm hier. Ja, genau. Nimm mal schön deine Pfeile, Junge. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Da, da, da. Geile Pfeile. So, jetzt muss ich wirklich schön Magier und Riese würde ich gern. Riese würde ich dann gern wieder davor setzen. Kommt. Ja, und jetzt den Riese vor. Dass wir hier halt noch einen schönen Push hinkriegen. Ja, komm. Das war auch... unclever von ihm eigentlich. Nein, nein, nein. Oh, böse. Und so ein, wenn so ein Push nicht abgewehrt wird, hast mal richtig die Arschkarte. Dann ist mal richtig Polen offen. Ah, Mist. Auch wieder. Ich wollte auf jeden Fall, die Pfeile waren jetzt... Ah, schade, ein bisschen spät. Sonst hätte ich, beziehungsweise ein bisschen früh, sonst hätte ich da vielleicht noch mehr reißen können. Ah, die will ich aber noch nicht. Ah, aber, nee, war eine falsche Truppe. Definitiv falsch gedroppt. War das jetzt richtig mit dem Riese? Gucken wir mal, also der Lavahund schafft auch noch nicht so viel, aber ich bin total von diesen Truppen. Dunkler Ritter oder dunkler Prinz oder wie auch immer, stehst du da. Und nee, hatte ich halt noch nicht, klar. Aber ansonsten läuft es doch ganz gut. Und ja, ich freue mich, ich habe endlich 16.000 besonders, 1.600 Pokis erreicht. Das ist doch schon mal was. Und jetzt geht es so nach und nach weiter. Wirklich, dass ich sage, ey, cool. Und mit dem Deck, das passt eigentlich. Also wirklich... Das ist eigentlich ganz nett. Also da, das finde ich ganz, ganz cool. Ist natürlich geil, die Luckys jetzt direkt schön in der Folge auf die 9. Das ist natürlich geil. Skelette könnten natürlich auch nochmal auf 4. Das wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber ansonsten... Ach, wir haben die Feuergeister noch, die wir noch höher... Ja, komm... Jungs und Mädels, was sollt? Na, der müsste eigentlich auch nochmal ihn sehen mit Feuergeister Level 6, oder? Man malt sich dann natürlich gleich wieder aus. Müsste man ja eigentlich besser sein? Klar, weil die Truppe ja dann um 1 besser ist. Ah, okay, hat er Tesla am Start. Dann warte ich mal, logischerweise. Boah, was bist du für eine Sau? Jetzt garantiert der Frost, wa? Oh, geil, gut, kein... Oh, weil ich dachte nämlich auch... Oh, garantiert. Und jetzt nimmt er Pfeile. Aha, okay. Ich hau mal gleich Musketiere noch rein, dass ich hier gleich ihm noch was zum Geburtstag mitgebe hier. Und schön auf die 12. Das war geil. Und die haben halt nichts gekostet. Ganz ehrlich, die sind doch gar nichts. Jetzt, klar, früher hätte ich gleich Koboldfass rausgehauen. Ich kann... den Hock gut deffen jetzt. Oder zum Beispiel sowas. Genau. Und jetzt hier nochmal schön. Das ist natürlich geil. Und dafür finde ich die Skelette so mega nice. Du bist böse. Aber du hast ihn nicht komplett bekommen. Nee, nee, nee. Das lasse ich. Jetzt hier nochmal so ein auf Krampf so ein Push raushauen. Bringt dann, glaube ich, gar nichts. Ich hätte ja gerne... Genau. Da muss ich mir die Truppen so hinpacken, dass das passt. Weil ich mache gerne Magier und Musketieren zusammen in Kombo halt mit dem Riese. Das ist so eine Sache, wo ich finde, das geht richtig gut los. Und wiederum Minions und Riese nicht so ganz, finde ich. Ach komm hier, Feuergeister läuft bei uns hier. Gucken wir mal, was wir hier können. Ja, geil. Und wieder auf dem Turm. Oh, nice, Junge.
Oh, das gefällt mir. Ah, das lasse ich drauf ankommen, wa? Ja, den Magier setze ich schon mal. Zack. Oh, richtig cool. Und das läuft auch mit meinem Rie. Aber du merkst doch, Junge, dass das mit der Tesla nicht läuft. Das verstehe ich auch nicht. Die setzen dann immer wieder dasselbe. Ich meine, ich kann doch aber im Spiel, also in dem momentan laufenden Match, kann ich doch feststellen, hey, scheiße, meine Truppen bringen mir jetzt in dem Fall gar nichts. Dann kann ich doch sagen, gut, okay, lief nicht so. Und dann muss ich doch meine Strategie umstellen. Was baut ihr denn da noch mehr Teslas? Verstehe ich nicht. Das ist so eine Sache, die entzieht sich meines Wissens. Und wieder 2 Kronen probieren, nicht auf 3 Kronen gehen. Und dann ist man da, denke ich, ganz gut dabei. Boah, Luck. Mega. Ah, schade. Okay, also er will es wissen. Er will es wissen. Dann müssen wir ihm natürlich direkt eine nochmal vor den Panzer geben. Das wird natürlich dann jetzt nicht so einfach. Ich habe noch die Minions. Ja, genau, klar, er hat Pfeile, logisch. Aber ich habe ja noch die Minions, das passt also. Zack, zack. Na, bloß ganz ehrlich, wenn ich hier die Minions habe, dann, ja, hatte, dann von 2 Seiten angreifen. Ach komm, hier. Er war jetzt auch nicht unbedingt clever, weil er jetzt garantiert wieder hier. Das ist gut, das passt. Kommt das Schweinchen gar nicht so richtig durch. Ah, ich spiele auf Zeit. Ich gehe auf Zeit. Hat der echt noch diesen Scheiß-Hit bekommen, Alter? Ja, ich spiele auf Zeit. Passt. Ist doch in Ordnung. Naja, und jetzt darf man halt nicht. Das, was ich immer gucke. Oh ja, ich habe ja hier seinen Kronentower, seinen besten King Tower. Habe ich ja schon fast kaputt. Ja, aber. Er hat auch meinen Kleinen fast kaputt. Und von daher muss man halt wirklich gucken. Da kann man nicht sagen. Naja, aber ich hätte ja fast. Ja, hätte fast. Hätte Fahrradkette. Das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 1619. Yippie. Und das war's von mir. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.